Mein Name ist Annelies Eckimann, ich bin die Direktorin von InnoSwiss. InnoSwiss fördert wissenschaftliche Innovation und hilft damit, Innovationen in der Schweiz für die Gesellschaft und die Wirtschaft zu entwickeln und damit letztlich auch hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen. Grundsätzlich denke ich, sind alle Förderinstrumente, die wir anbieten, auch interessant für die Bau- und Immobilienbranche. Das sind einerseits die Innovationsprojekte, meistens Projekte zwischen Wirtschafts- und Forschungspartnern. Es sind aber auch die anderen Instrumente, die wir haben, beispielsweise Maßnahmen im Bereich Wissens- und Technologietransfer oder auch Unterstützungsmaßnahmen für Startups im Bereich Coaching oder Training. Wir sind subsidiär tätig. Wir unterstützen nichts, was auch sonst passieren würde. Innovationen sind aber per se risikobehaftet und wir können helfen, das Risiko zu tragen und damit Projekte unterstützen, die eben sonst möglicherweise nicht stattfinden würden. Dabei denken wir insbesondere an die KMUs, die eben sehr oft die Risiken alleine nicht tragen können. Innovationen schaffen Zukunft.